Hallo liebe Kunstfreunde, lasst uns heute gemeinsam ein Papierboot zeichnen. Auf geht's! Nehmt euch ein Blatt Papier und ein paar Stifte zur Hand und schon kann es losgehen. Ich beginne mit einem dünnen schwarzen Filzstift, ungefähr in der Mitte des Blattes. Dort zeichne ich zunächst einen schrägen Strich für die untere Seite des Papierbootes hin. Von der rechten Seite aus zeichne ich nun einen Strich schräg nach oben. An die linke Seite ergänze ich nun einen weiteren Strich schräg zur anderen Seite geneigt, sodass beide Linien nach außen zeigen. Von den beiden äußeren Enden zeichne ich jetzt jeweils einen Strich zur Mitte hin, sodass sich beide Linien ungefähr in der Mitte treffen. Versucht die beiden Linien dabei ein Stückchen weiter nach unten zu zeichnen, sodass nach unten hin eine leichte Spitze entsteht. Dann gehen wir hier in den oberen, mittleren Bereich und zeichnen zwei Linien hin, die zu einem Dreieck werden. Zeichnet diese etwas weiter nach oben und leicht mittig. Direkt durch die Mitte könnt ihr jetzt einen geraden Strich zeichnen. Dann gehe ich wieder an das äußere linke Ende und zeichne von dort aus wieder einen schrägen Strich zur Mitte hin, diesmal ein bisschen weiter nach oben geneigt. Das gleiche mache ich auf der rechten Seite. Auch hier zeichne ich zur Mitte hin wieder eine gerade Linie. Nun gehen wir nochmal in den unteren Teil. Von der oberen Spitze aus zeichne ich nun jeweils eine gerade Linie zur unteren Ecke hin, sodass auch hier im unteren Bereich eine Art Dreieck entsteht. Gut gemacht, unser Papierboot wäre erstmal fertig. Als nächstes zeichne ich um dieses herum ein wenig Wasser. Dafür zeichne ich verschieden große Bögen direkt aneinander um die untere Seite des Bootes herum. Für ein paar weitere Details könnt ihr an den Rand jetzt noch ein paar einzelne unterschiedlich große Kreise zeichnen. Und seid ihr jetzt auch schon so weit wie ich? Dann können wir das Bild gemeinsam ausmalen. Ihr könnt dafür natürlich die Stifte verwenden, die ihr bereits zu Hause habt. Wenn ihr jedoch die Stifte nehmen wollt, die ich in diesem Video verwende, findet ihr den Link dazu unten in der Videobeschreibung. Also, auf die Stifte, fertig, los! Mein Papierboot ist jetzt fertig ausgemalt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Viel Spaß beim Nachzeichnen und bis zum nächsten Mal!